So, habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und heute gibt's ein wenig etwas zum Grundstein der bayerischen Mannertracht. Und zwar How to Lederhosen. Und damit ist übrigens nicht dein Motorradstrampler gemeint oder die Kutten aus deinem Lederszenenverein. Halt das Maul! Aber wurscht. Kommen wir direkt zu Phase 1. Wie schaut der Lederhosen eigentlich aus? Alle Lederhosen, die gibt's in den verschiedensten Varianten. Kurz, Überknie, lang, braun, schwarz. Ja, es gibt sogar Bodhosen. Aber leider gibt's da auch ein paar Preisen. Merke, alles, was weiter weg von uns ist als 100 Kilometer, wird als Preis bezeichnet. Die meinen, sie müssen sich Plastiklederhosen kaufen, bevor sie ins Oktoberfest zum Geschäfteln kommen. Wir sind mir Finale daheim, da ist aber gemütlich. Gott, jetzt mal, ich kriege einen Schlaganfall. Aber dann noch ein halber Maß und ein Bier schlingen und sie ins Latzerl speien. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Zurück zur Lederhosen. Übrigens auch als Lederwix bekannt und im weiteren Verlauf von dem How-To auch weiterhin so genannt. Hat manchmal nur dazu einen Latzdro. Bei den Jungen, da sagt man das eher weniger, die haben einfach ein Hemd dazu und Haferlschuhe. Ganz wichtig, der Bayer von Welt hat natürlich außen an der Hosentasche oder innen im Hosendeal seinen Namen einsticken lassen. Falls die jetzt deine Leute allerdings mit Kevin, Sören, Justin oder Jeremy Pascal oder sonst irgendeinem Scheißdreck gestraft haben, dann überlegt er das mit dem Namen im Hosendeal nochmal, lass es lieber bleiben. Und nein! No, God! Zur Lederhosen gehören keine Chucks und keine Air Max oder Air Force. Ich warte bloß drauf, bis ich zum Beispiel einmal das anschauen muss. Gnade euch Gott, meine Damen, dann habt's verschissen, dann zahlt ihr einer besten Freundin ein Maß für ein Bockfutzen. Und dann, was weiß ich. Alle Varianten der Lederwix starten jetzt sämtliche Rahmen springen. Merkt es euch einfach so, lauft man nicht umeinander. Und dann passt es. Kommen wir direkt zu Phase 2. Wann ist ein Lederhosen ein Lederhosen? Ein Lederhosen ist erst dann ein Lederhosen, wenn mindestens eine Substanz drauf liegt, die da vorher noch nicht drauf war. Total wurscht welche. Ein bisschen von dir der Spim. Ein bisschen von jemandem anderen der Spim. Ein bisschen der Brunst. Der Satz von der Kickerlaut von 2013. Ein wenig aller Bierli. Oh. No! Oder Zentimeter dick der Letten, weil es den Bumsuf beim HMG 14 Mal in Ranken abgewichst hat. Erst dann ist ein Lederwix ein speckiger Lederwix. Und die glänzt dann ein wenig und ist geschmeidig, als jetzt der zweite Haut an. Und dann passt es. Kommen wir direkt zu Phase 3. Wann und wo ziehe ich Lederhosen an? Nein, du gehst nicht ohne Lederhosen ins Volksfest. Damit wir das ein wenig entschärfen und nur am ersten Tag ist Lederhosenpflicht. Okay? Ah ja, und wo wir gerade schon dabei sind, ab sofort erteile ich jedem Bayern die Pflicht, dass er sich gefälligst eine speckige Lederwix anzieht am ersten Tag vom Volksfest. Andernfalls heißt es Bockfotzenzeit. Und wie das geht, haben wir alle letztes Mal schon gelernt. Alle drei folgenden Tage, da ist dann wurscht, aber selbstverfreilich, stets gern gesehen. Und freilich kannst du Lederhosen auch in deiner Freizeit anziehen. Und Mädels, nein, nein, es zieht sich ein Dirndl an. Übrigens ein anderes Thema. Und keine pinke Hello Kitty Lederhosen, die 2 mm unter dem Arsch aufhört und unter Neon kleine Tanker vom Taco rausblitzt. Kruzifix! War das zu viel? Okay, ja, ich höre jetzt lieber auf. Manner, auch wenn die speckige Hirschlederhosen 800 Euro kostet, es kann auch ein bisschen günstiger sein, es hilft nichts. Man geht ins Bierfest mit der Bieruniform. Das lasse ich jetzt einfach einmal so stehen. Ich hau mir ins Volksfest auf einen Kass und ein Spezimass. Ein Spezimass, ja, genau. Lasst ein Like da. Wenn es euch taugt, hat mich gefreut. Ich hau mich jetzt weiter. Habe die Ehre.